Hallo Leute, ich bin total aufgeregt, ich hab's jetzt, es ist früh am Morgen so ungefähr und hier kommt jetzt direkt die neueste Info. Es sind neue Städte verfügbar, in denen deine Sims wohnen können. Über das Telefon oder den Computer deines Sims kannst du jedem späteren Zeitpunkt einen Anzug in die Ferne veranlassen. Möchtest du deine Sims-Familie jetzt schon in eine neue Stadt umziehen lassen? Ja, das möchte ich. Ja, das möchte ich. Und dahin geht's, das ist das Neue. Möbel verpacken, nein, wir verkaufen die Möbel. Ja, dann verschwinden auch die Bilder. Nee, dann machen wir doch Möbel packen, weil die wollen wir ja behalten. Und dann geht's los. Deine Sims-Familie bereitet sich auf den Umzug in eine andere Stadt vor. Wenn du sie über diese lange Distanz umsiedeln lässt, verlieren sie alle normalen Wünsche, Gelegenheiten und Beziehungen zu Sims außerhalb deines Haushalts, da sie in ihrem neuen Leben ganz von vorne anfangen wollen. Möglicherweise verlieren sie auch ihren Job, wenn die neue Stadt die von ihnen gewählte Karriere nicht anbietet. Möchtest du fortfahren? Ja. Wir empfehlen, dein Spiel zu speichern, bevor du deine Sims in eine andere Stadt umziehen lässt. Willst du nicht speichern, kannst du mit deiner Familie nicht zum derzeitigen Spielstand zurückkehren, falls du beschließt, dass sie nicht an ihrem Zielort bleiben soll. Willst du speichern, erhältst du die Möglichkeit, eine neue Speicherdatei zu erstellen oder eine bestehende zu überschreiben. Ja, das machen wir. Und zwar einfach so. Sicher, sicher. Und, mein Gott, ich freue mich einfach total und es ärgert mich einfach wiederum, dass es gestern nicht geklappt hat, weil dann habe ich dieses Paket in der Hand. Lass es vielleicht 3 cm dick sein, wenn überhaupt, wenn ich sogar nur 2 halt. Ihr wisst, wie dick die Hülle ist, quasi total dünn. Und dann passt es nicht in den Briefkasten und Future war den ganzen Tag zu Hause, damit wir genau auf dem Stand sind, wenn es ankommt, dass wir direkt starten können, also dass ich hätte gestern schon starten können, aber leider nicht. Es kann auch gut sein, dass ich dann heute etwas länger mache, also das würdet ihr mir nicht übel nehmen. Ja, jetzt habe ich gespeichert und was ist hier los? Geht's jetzt hier weiter oder was? Ihr müsst jetzt eure Sachen packen. Hallo? Oder nicht? Habe ich doch jetzt gerade hier gemacht oder nicht? Hallo? Treffen? In andere Stadt umziehen. Kompliment machen? Nein, wir ziehen jetzt um, Kinders. Celine, du kannst jetzt mit dem Baum hier nicht rumshakern. Wir ziehen jetzt um. Wir ziehen jetzt um. Oh, ich bin so aufgeregt. Mein Gott. Es freut mich total. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Ich hoffe, das funktioniert alles. Toll. Mein Gott. Also wenn die Ladezeit natürlich zu lange werden, werde ich da natürlich einen Cut setzen. Das ist schon klar, weil wir wollen ja was vom Spiel sehen und nicht von den Ladezeiten. Im Namen der Fische, halte im Rathaus eine Rede, bevor die Zeit abläuft. Ja, nee, da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr für. Wir ziehen um, hallo. Ja, genau, was ich sagen wollte, die liebe Mama von, die Maya, die werde ich versuchen, hinterherziehen zu lassen. Und ich hoffe, dass dann... Ah, cool, Phantasius wurde noch zum König gemacht und dann sie, okay. Weil sie getanzt hatten, könnt ihr euch erinnern in der letzten Folge. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass das alles klappt. Oh, ich bin total aufgeregt, Mann. Ja, die Info hatte ich schon vorher bekommen, weil ich habe mich schlau gemacht, wollte wissen, hör mal, wie sieht's aus und so. Und dann dieses Jahr mit dem Neuen können sie dann direkt auch umziehen in neue Städte. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es losgeht. Also ich denke mal, wenn die Ladezeit jetzt zu lange dauert, werde ich da halt dementsprechend einen Cut setzen. Willkommen in Isla Paradiso. Spielt dein Sim in einer Band? Viele Bandinteraktionen sind an Instrumenten deines Sims und seinen Bandkollegen verfügbar. Also das kennen wir ja alles schon. Aber jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Wird von den Jungs sein, weil ich denen gerade schon total happy geschrieben habe, dass ich das Spiel habe und dass es jetzt losgeht und dass ich mich total freue und keine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Ich hoffe nur, dass keiner von unseren Lieblingen hier sterben wird, wenn wir auf Taucheraktionen gehen. Oh mein Gott, wir werden so viel mit Celine machen, weil sie jetzt Teenie ist. Und das ist so... Oh, ich freue mich total. Und ich hoffe ja, dass die Karriere von Phantasius weiterläuft, weil sonst wird sich ja sein Lebenswunsch nicht erfüllen. Ja, können wir ja auch alles sonst zur Not noch hinbauen. Kennt ihr ja. Kann man ja. Ich freue mich. Ich glaube, die Ladezeit geht relativ schnell um.
Es gibt viele unentdeckte Inseln, die du finden und für dich beanspruchen kannst. Allerdings musst du jede Insel auf eine andere Art entdeckt werden. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also, das ist echt so ein Erweiterungspack, wo ich mich frage, wow, was erwartet einen da? So, man kennt so vom wilden Studentenleben, kannte man halt schon aus den Sims 2. Aber Inselparadies mit Hausbooten, Tauchen, das sind, wow, das sind neue Sachen einfach. Da bin ich einfach total aufgeregt. Also, ich meine, ihr merkt ja jetzt schon, ich texte euch schon in den ersten 2 Minuten so voll, aber ihr kennt das doch, ihr habt was Neues und, ah. Und es geht los, die Musik wird leiser. Huhuhu. Hey, wir wollen jetzt hier keine Schweigeminute einlegen, wir wollen hier direkt starten. Starten. Oh Mann. Ja. Wusstest du schon, dass es sowohl an Land als auch unter Wasser jede Menge Schätze zu entdecken gibt? Tauche nach Schatztruhen und untersuche Unterwasserhöhlen, um einzigartige Objekte zu finden. Ja, das mit dem Tauchen ist ja die Sache. Hoffe ich mal nicht, dass einer von unseren Leuten vom Hai gefressen wird. Und wenn einer auftaucht, dass wir ganz schnell in eine Höhle abtauchen können, damit wir sicher sind. Ach ja, genau. Ich habe auch die Limited Edition. Das bedeutet, ich habe auch dieses Robinson Crusoe Überlebenspack mit dabei. Und mal gucken, wenn wir eine Insel finden, ob wir die dann damit einrichten oder nicht. Wir wissen nicht, wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Mobiliar. Mobiliar, sagt man, ne? Ja. Im Inventar. Und schauen wir jetzt mal, dass es hier mal weitergeht. Oh. Bin gespannt. Und auch auf die neuen Sims, die wir da so treffen. Wie die wohl ausschauen werden und was sie für tolle Styles haben und so. Ich bin echt gespannt. Also ich bin so. Oh, ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind auf Weihnachten. Wenn das dann jetzt mal hier fertig geladen hat, weil sonst setze ich hier jetzt doch noch einen Cut. Okay, ich mache hier einen Cut. Okay, da bin ich wieder. Kriegen wir mal einen schönen Einblick hier. Da sieht man schon die ersten Häuschen. Oder ist das ein Resort? Ein Hausboot? Oh, das ist aber eine schöne Insel. Ein großer Berg in der Mitte. Sehr schön. Nee, wir wollen nicht zur vorherigen Stadt zurückziehen. Wir gucken jetzt erstmal, wo wir denn überhaupt hinziehen wollen. Was haben wir hier? Hafen der Heiterkeit. Aha, das heißt bestimmt, hier können wir uns platzieren für ein Hausboot. Okay. Und hier haben wir. Nee, das ist zu klein. Also wir gucken, glaube ich, erstmal nach einem Häuschen. Oder. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal in Ruhe an, wie wir uns denn hier ein schönes. Wie heißt das? Wie wir uns das hier schön machen. Auf. Du bist auf einem Boot. Süß, ist das ein Bötchen? Wo gehen wir denn erstmal hin? Wir brauchen, glaube ich, erstmal ein relativ großes Haus. 2 Zimmer, ein Badezimmer. 2 Zimmer, 2 Badezimmer. Was haben wir hier? 2 Zimmer, ein Badezimmer. Aber ich glaube, das hier finde ich eigentlich ganz schön. Und hier, das ist zu klein, ne? Hier haben wir ein komplett freies Palmenstrand Pirateninsel. Aha, also könnten wir auch direkt hier auf eine Insel ziehen. Und hier haben wir auch ein Hausboot. 2 Zimmer, 2. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir, das sieht gut aus. Odyssee, finde ich super. Das kaufen wir unmöbliert. Wir haben nämlich jede Menge noch. Und dann gehen wir jetzt dahin. Ach, da haben wir schon mal unser erstes Hausboot. Und weiter geht's. Und lädt. Und lädt immer noch. Ach du Schreck, offenbar wurde dein neues Anwesen auf einem alten Friedhof gebaut und die Geister dort sind noch nicht zur Ruhe gekommen. Nimmst du die Herausforderung an, mit den Geistern alleine fertig zu werden? Wähle ignorieren, um dein Grundstück in den Normalzustand zurückzusetzen. Komm, wir nehmen die Herausforderung an, dann kommt vielleicht direkt mal ein Paranormal Mensch. Ja, das kennen wir ja alles schon. Lol, da sind die Gräber direkt bei uns im Haus. Wer bist du denn überhaupt? Ich bewundere es. Wir kennen dich doch noch gar nicht. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Wenn du dich ans Auspacken machen, Familieninventar, durch Insel, weil dir fehlt ein Wind. Ja, das kennen wir auch. Geist gesehen, Geist gesehen, Geist gesehen. Und wer bist du?
Das ist also jetzt unser Bötchen, sehe ich das richtig? Da sind noch zwei leere Zimmer, wunderbar. Er ist ja quasi unmöbliert. Und hier oben wird gefahren. Na, hier oben ist dann auch gleichzeitig die Küche, nehme ich mal an, mit Terrasse, wunderschön. Hier haben wir zwei Zimmer, müssen wir mal gucken, wie wir das einrichten. Aber hier unten ist ja auch noch ein ziemlich großer Platz. Also da oben können wir direkt losdüsen. Also ich bin gespannt, ob wir das Ganze nicht auch noch ein bisschen vergrößern können. Aber hier ist noch eine leere Kammer. Das heißt, da könnten wir erstmal ein kleines Kinderzimmer einrichten. Xinthia Düssel wohnt bei uns, Hoppe, Brahema und dann haben wir hier noch den Darin Lucero. Okay, doke. Hast du deinen Job hier noch? Tatsache, er hat seinen Job behalten und du? Hat ihren Job auch behalten. Klasse. Also wird das erstmal das kleine Kinderzimmer von unserer kleinen Maus. Wir haben hier direkt zwei Küchen. Finde ich ganz lustig eigentlich. Badezimmer sieht... Also wow, ich bin gerade total überwältigt. Mahlzeit, ein Kraut hinzufügen. Ja, natürlich können wir hier Nachwuchs kriegen. Wir können ja auch Blumentöpfe anpflanzen. Wow, wow, wow. Ich bin total begeistert. Echt. Also schauen wir jetzt erstmal hier. Gehen wir jetzt... schade, können wir leider nicht bewegen. Gehen wir mal ins Familieninventar und schauen mal, dass wir hier ein wenig einrichten. Also hier ist er. Erstmal sieht es hier ganz okay aus. Da müssen wir gerade nicht viel ändern. Fangen wir hier unten an, in dem Zimmer. Wir können hier leider den Grabstein nicht verschieben. Bin ich blöd? Kann ich denn hier cheaten? Klappt nicht. Warum? Hm. Ja, egal, dann halt nicht. Weil ich möchte ja eigentlich hier diese Grabsteine verschieben, weil sonst können wir hier ja auch gar nicht einrichten. Okay, okay, machen wir anders. Dann packen wir erstmal das Bettchen hier hin, damit wir die Kleine direkt erstmal positionieren können. Dann das Bett der Eltern. Kommt ins grüne Zimmer, passt farblich wunderbar. Kommt hier hin. Celines Bett kommt hier hin. Mal schnell einrichten hier. Blitzeinrichtung. Ja, auf jeden Fall müssen wir ja unsere liebe Schildi wieder irgendwie platzieren. Aber vielleicht kommt die einfach hier oben hin. Warte, ich muss mal gerade checken. Aha, hier, das ist also noch bar für außen. Verstehe. Ist da kein Dach drauf? Doch, da ist ein Dach drauf. Das ist also unsere Terrasse. Wunderbar. Für Terrasse haben wir doch auch schon hier. Zack und zack. Wunderbar. Ein paar Pflänzchen hier. Wunderbar. Lampen haben wir auch. Schön. Da ist unser Blumentopf, den wir dann später positionieren können. So. Okay, dann machen wir erstmal wieder hier alles runter. Gehen eine Etage tiefer. Machen wir hier weiter. Okay. Oh, ist das schön. Mann, also erstmal müssen wir doch, wo ist denn hier? Waren das die Sachen? Kommen die da rein? Nee. Da ist der Schreibtisch. Den kriegt sie erstmal wieder hier hin. Aber wenn wir Schrägstellen haben, haben wir so wenig Platz. Stellen wir ihn hier hin. Der Musikanlage drauf. Warum schief? Gerade wollen wir das machen. Palme stellen wir jetzt erstmal hier draußen hin, weil da haben wir jetzt leider noch keinen Platz für. So richtig, also ich muss mich ja selber erstmal gerade orientieren. Also, mein Gott, ich finde das klasse. Also, wo war denn jetzt die Kommode? Bin ich denn doof? Da ist die Kommode. Nee, so in die Ecke wollte ich sie jetzt nicht haben. Ich wollte sie dann eher hier so haben. Genau. Wo ist der Stuhl? Der Stuhl, der Schreibtischstuhl. Wo bist du? Alter. Bin ich denn blind oder was? Ich bin blind. Ich bin erblindet. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Ich hab doch... Sag mal. Jetzt werde ich verrückt. Ich werde verrückt. Wo ist dieser blöde Star? Ach, lol. Ja, Luina, top. Top. Kann ich mal kurz hier irgendwo parken, dieses
Ding. Da. Okay, dann machen wir den Schreibtisch halt hier unter das Fenster. So. So. So, und dann kommt die Kommode halt dahin. Okay. Hab ja verstanden. Wo sind denn unsere ganzen tollen Bilder? Das sind die selbstgemalten Bilder. Das war ja einer der Gründe, warum ich gesagt habe, komm, wir nehmen die Sachen mit. Sind die jetzt etwa nicht dabei? Das finde ich dann doof. Ach ja. So. Gucken wir mal weiter. Schneller. Wir wollen ja auch noch was vom Spiel sehen. Ach, egal. Scheiß der Hund drauf. Das machen wir einfach beim nächsten Mal. Wir wollen ja jetzt mal ein bisschen spielen hier. Wir wollen ja mal gucken, was hier jetzt auch abgeht. So. Dann nimm doch erstmal hier jetzt, So, hier, Roselle hochnehmen, oder, okay, Phantasius macht das schon, dann brauchst du das nicht machen. Dann geh du mal die Pfützen aufwischen, können wir hier irgendwie die verjagen jetzt? Ja, genau. Shaker, die stehen hier aufeinander. Achtung, Immobilienbesitzer, die Eigentumsverwaltung ist nun im digitalen Zeitalter gekommen. Alle Urkunden, die sich im Besitz von Simpson wurden von der Stadt zurückgegeben. Das Eigentum war jetzt über Telefon, aha. Ah, okay. Damit das nicht verloren geht. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Legst du deine Schwester jetzt ins Bett? Sehr gut, Celine, sehr gut, Celine. Was sind denn erstmal eure Wünsche? Schachtig kaufen, offizielles Schachturnier, einen Stern entdecken. Wer mag keine Kinder, ist hier erstmal voll abgefuckt drüber. Trainieren bis ermüden, jemanden einladen, eine etablierte Freundschaft schließen. Muskulöser werden, Textnachricht an ihr, ein offizielles Schachturnier gewinnen. Okay, also du sammelst jetzt erstmal hier diese ganzen Dinger ein, Viola. Und Celine ist am Wischen, sehr vorbildlich. Was möchtest du noch? Buch über Logik kaufen. Ja, ich hoffe, kommt dir jetzt nicht bald mal so ein... Warte mal, können wir da nicht einen anrufen? Smartphone, im Internet anmelden, Immobilienjobs, Angebote, Dienste. Dienst anrufen. Können wir hier jetzt nicht mal so einen Knecht anrufen, dass wir hier... Weil die Geister gehen mir ein bisschen auf den Keks. Feuerwehr, Pizzaservice, Babysitter, Haushaltshilfe regelmäßig, Butler. Nein, können wir nicht. Blöd. Das finde ich schon mal doof. Warum, was mit dir nicht in Ordnung? Oh, wer bist du denn? Er hat erstmal ein Bötchen, finde ich cool. Warum, ich möchte das gerne verschieben. Manno. Ha. Oh. Einen Stern entdecken. Samen finden. Da kommt schon das freundliche Maskottchen. Nee, lass die kleine Maus doch mal da drinnen, da geht's doch gut. Ah, ja, ja, dann kuschel mal mit ihr. So, und jetzt, Phantasius, musst du mal hier Hafen wechseln? Ach ja, ja. Hafen wechseln, Hausboot bewegen, Upgrade, Nebelhorn, Hafen verlassen. Ah, okay. Hier kommt das freundliche Maskottchen. Okay. Was machst du jetzt? Um Autogramm gebeten werden. Okay. Ja, also, erstmal, wir haben ein Hausboot. Finde ich schon mal cool. Und dann werden wir später alles mal hier in Ruhe abchecken. Gehen wir doch mal mit Celine hier in der Stadt. Gucken, was gibt's denn hier? Funkelnder Sand. Funkelnder Sandstrand. Hier sind wir in der City. Tropenoase. Okay, okay. Sag mal, kann ich hier jetzt einfach... Ach süß, hier lebt jemand auf einer Insel. Das gucken wir später auch mal, ob wir das machen. Kann ich hier jetzt einfach sagen, Celine, geh tauchen? Unterhalte die kranken Kinder. Oh ja, klar, klar, können wir machen. Kann ich jetzt einfach hier sagen, tatsächlich. Schnorcheln. Zack, Celine, geh mal schnorcheln. Wir wollen hier jetzt einen Einblick bekommen. Oh ja, da ist er. Ja, weg mit den Geistern. Wollen wir machen. So. Was möchtest du noch alles?
Aha, DNA-Spezialisten werden. Ja, tut mir leid, ihr müsst euch jetzt leider von den Geistern verabschieden. Ja, du geh mal die kranken Kinder unterhalten. Du, was machen wir mit dir? Erstmal recyceln. Jetzt werden die einfach aufgesogen, sehe ich das richtig? Okidoki. Wassertaxi, finde ich cool. So, Celine, bist du jetzt hier schon am... Du sollst ja auch schnorcheln. Windsurfen gehen. Hier hinschippern, Stein springen lassen. Okidoki. Jetzt gehst du wieder an... Geh mal schnorcheln. Kannst du das nicht? Kannst du hier nicht irgendwo tauchen? Celine ist im, ist schwimmen gegangen. Ist ja wunderbar, dass Celine schwimmen gegangen ist. So. Okay, also das können wir noch nicht machen. Ah, aber er ist schon mal hier ganz fleißig. Schade eigentlich, wenn wir Platz gehabt hätten, ich hätte sie ja gerne verschoben, dann hätten wir sie gerne behalten können, die lieben Geister. Aber wir haben hier halt keinen Platz. Und das ist das Problem. Oh, 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 oh. Kinder, wisst ihr, was ich hier gerade entdeckt habe? Roselle hat einen, die Möglichkeit, einen imaginären Freund zu bekommen. Das finde ich total cool. Ja, nice. Geht sie dieselbe Karriere wie ihre Mama. Böhnchen einen neuen Namen geben. Mädchen oder Jungnamen? Jungnamen. Wie nennen wir ihn denn? Bingo? Nee, Bingo ist doof. Also geht die quasi dieselbe Laufbahn wie ihre Mama. Wie nennen wir ihn denn? Was ist denn auch noch ein cooler Name? Huawei, genau. Huawei. Huawei? Schreibt man das so? Ich weiß es nicht. Wir nennen ihn Huawei. Wie cool ist das denn? Sie hat auch einen. Ah, cool, jo. Sie hat einen imaginären Freund. Du da. Du da. Über Film-Remakes schimpfen. Wo machst du das denn jetzt? Ja. Hungerstreik organisieren. Du bist ja drauf. Warte, können wir jetzt mal hier eben schnell gucken. Wo kann man denn, kann man hier irgendwo schnorcheln lernen oder so. So einen Kurs belegen. Weil das wäre ja gut zu wissen. Buchhandlung. Nein. Hier vielleicht, Stadion. Nein. Schule. Auch nicht. Gibt es hier nicht irgendwo so die Möglichkeit, dass man tauchen lernt? Was ist das? Meerjungfrauengrotte? Tauchplatz besuchen. Ja, geh mal den Tauchplatz besuchen. Vielleicht finden wir ja sogar noch eine Meerjungfrau. Oh, wäre ja cool. So, hast du jetzt bald alle hier eingefangen? Du bist kranke Kinder unterhalten. Du bist lesen. Okay, dann sammel erstmal hier noch weiter die Steine ein. Sammeln und sammeln. Ja. Also erstmal mein erster Eindruck. Ich bin total überwältigt. Wow, also ich finde, es sind so viele Eindrücke hier. Da muss man dann erstmal mit zurechtkommen und die verstehen und ja, gucken, was hier abgeht. Und wir gehen jetzt mal abchecken, was hier... Celine macht, ob sie schon in der Meerjungfrauenbucht angekommen ist. Sei es mit dem Bootstaxi unterwegs. Fähigkeit tauchen lernen. Ja, das möchte ich dir ja gerne beibringen, nur ich weiß noch nicht, wie das geht. Vielleicht kannst du das da vor Ort lernen, liebe Celine. Weil dann gehen wir nämlich mit dir auf Tauchstation. Und, ach ja, habe ich schon erwähnt, dass die neue Season quasi jetzt angefangen hat. Ja, ne? Könnt ihr euch quasi denken. Wer bist du? Wieso kann sie noch nicht tauchen? Dieser Bereich ist zu gefährlich zum Tauchen. Verbessere zunächst deine Taucherfähigkeit. Aha, okay. Ja, wo denn? Wo kann ich denn meine Taucherfähigkeit jetzt verbessern? Weiß das jemand von euch? Kann mir das jemand sagen? Rathaus. Nein? Militär? Nein? Ja, wo kann man das denn machen? Hallo, Junge. Einchecken mit? Nee, einchecken wollen wir nicht. Ich will wissen, wo ich schnorcheln lernen kann. Warum
Kann mir das mal jemand verraten? Rumschwimmen. Ich will aber wissen, wo man Schnorcheln lernen kann. Manu. Tauchen meine ich. Hier vielleicht? Als Wissenschaft? Von... Nee, wollen wir sie nicht? Nee, aber hier auch nicht. Manu! Ich werde mich schlau machen, wo das denn möglich ist. Und deswegen müssen wir hier jetzt auch schon aufhören. Ich meine, ich würde noch total gerne weitermachen, aber ja, wir können ja hier, ich kann ja euch jetzt hier schlecht eine Stunde lang alles zeigen. Also ich weiß nicht, also wenn ihr das gerne wollt, klar, aber wo können wir das denn lernen? Dein Zimmer möchte etwas Neues lernen. Lass dein Zimmer in einen interessanten Kurs. Ja, aber wo denn? Hier? Nein. Ich weiß noch nicht wo. Manu. Ah, dann geh mal erst wieder nach Hause. Jetzt habe ich natürlich, ich Superbrain, schon die Zeitung weggetan. Ne? Ein Baby bekommen. Textnachricht an jemanden schicken können wir ganz schnell machen. Und zwar schreibst du mal ganz schnell... Ach, das ist dein Chef. Ah, okay. Freundliche Textnachricht schicken. Du möchtest Zukunft vorhersagen lassen. Nerd-Level aufsteigen, eine Kunstgalerie besichtigen. Okay, was möchtest du noch? Immer noch Autofahren lernen. Okay. Gehen wir erstmal wieder zurück. Zeitung habe ich recyceln lassen. Okay. So. Ja, du bist immer noch nicht fertig, du Lappen. Kannst du mal weitermachen jetzt hier? Super, Baby bekommen. Kriegen wir hin. Irgendwie. Und Paparazzis, die sind überall. Also man ist nirgendwo sicher vor den Paparazzis. Man merkt es. Ja. So. Das konnte ich immer noch nicht. Kann man den jetzt verschieben? Nein, können wir immer noch nicht. Okay. Ach, das ist hier so am Funkeln. Ja, kannst du jetzt den Geister anfangen? Kannst du ihm sagen, fang mal den Geist ein jetzt? Nee, können wir alles nicht. Jetzt, warte mal, können wir nicht mit dem Smartphone Jobs und Angebote? Nee. Nee, geht hier auch nicht. Mehr Immobilien, Mitbewohner. Weiteres Anwesen kaufen, Resort übernehmen, Reisen, aha. Kann also noch mehr übernehmen. Das finde ich ja schon mal cool. Das ist schon mal gut zu wissen. Naja, ihr Lieben, ich werde mich schlau machen, wo wir denn tauchen lernen können. Und mache an dieser Stelle Schluss. Mein erster Eindruck ist positiv. Morgen haben wir natürlich noch mal mehr Zeit, noch genauer hinzuschauen. Und ja, ich freue mich tierisch. Und ich hoffe, euer erster Eindruck ist auch schon mal positiv. Ich hoffe jetzt, dass das mit den Geistern weggeht. Ich hoffe, das würde schneller gehen. Aber ja, auf jeden Fall sage ich hier Tschüss.